Also wir sind ja hier im Hennebergischen Museum in Kloster Veszka. Mein Name ist Doris Hackel. Ich bin auch für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Museumspädagogik hier zuständig. Und wir haben heute unsere Gäste eingeladen zum vorösterlichen Spaziergang durch unser Museumsgelände. Das ist heute eigentlich ein kleines Jubiläum, denn das ist das 15. Mal heute, dass diese Veranstaltung, die heißt ja auch Vor Ostern im Museum, stattfindet. Und sie ist eigentlich zu einem Goethe-Jubiläum entstanden, 1999, denn Goethe hat ja auch einen Osterspaziergang geschrieben als Gedicht. Ja, da wir ja gerne möchten, dass unsere Besucher eben auch übers Gelände gehen, natürlich auch unsere Ausstellung anschauen, haben wir Aktionen und kleine Ausstellungen von Kunsthandwerkern hier übers Gelände verteilt, also in den Fachwerkhäusern. Ja, und das wird von unseren Besuchern sehr gerne angenommen. Und wir sind ja heute auch mit dem schönen Wetter nochmal belohnt worden. Wir wollen natürlich in erster Linie, dass natürlich auch das Ei als Symbol des Frühlings und des Osterfestes im Mittelpunkt steht und haben demzufolge eben auch verschiedene Techniken von Künstlern hier integriert, die zeigen, wie man Ostereier eben sehr geschmackvoll und schmuckvoll verzieren kann. Und das ist auch als Angebot für die Kinder, was sehr gerne genutzt wird heute. Es gibt aber eben auch andere Angebote von Kunsthandwerkern aus der Region, die vor allen Dingen mit natürlichen Materialien arbeiten, wie der Töpferhof Grammer, zum Beispiel, die heute das erste Mal dabei sind, ja, oder auch eine Künstlerin, die mit Tiffany Glas arbeitet, und auch jemand, der eine Plüschtierwerkstatt dabei hat, wo die Kinder sich selber mal den Osterhasen stopfen können. Wir haben heute auch etwas Besonderes noch, und zwar ein Bücherbazar, wo wir Bücher aus unserem Broschürenmagazin aussortiert haben, die also nicht mehr so zu unserem Bestand gehören und auch keine Beziehung mehr zum Museum haben. Und wir bieten sie heute an, unseren Gästen auch als Spende. Und wir werden diese Spende nutzen, um sie dem Schloss Ortruf, das vor einiger Zeit eben sehr stark durch einen Brand beschädigt wurde, zu übergeben.
Wir sind ein bisschen stolz drauf, dass wir eben seit gestern unser Café am Klostergarten wieder geöffnet ist. Es war 4 Jahre geschlossen und es gibt also jetzt einen neuen Pächter, der heute auch hier bei der Veranstaltung integriert ist. Ja, und da hoffen wir, dass das also künftig auch nochmal Besucher und vor allen Dingen auch Gruppen, die erwarten, dass es hier auch Kaffee gibt, hier motiviert werden, hierher zu kommen. Ja? Dieser neue Landtechnikbereich ist ja erst seit dem Herbst letzten Jahres eröffnet worden. Ja, und es gibt also auch ein neues Angebot für Schulklassen, was praktisch jetzt erst so in diesem Jahr auch wirken wird. Da haben wir jetzt noch keine Erfahrung. Aber die Spielscheune wird natürlich von vielen Gruppen, von Kindern schon in Beschlag genommen.